Und wir melden uns zurück zum GTA 5 Countdown. Diesmal mit dem Spiel, das nach Nummer 3 kommt. Viele wissen es, manche denken jetzt 4. Ihr seid blöde, merkt euch das. Hoppla. So. Es passt hier irgendwie alles nicht. Ich muss mal die Kamera ein bisschen einstellen. So, reicht. Ich sehe ja die obere rechte Ecke nicht. Ja, scheiß drauf, da ist eh nichts. Da passiert jetzt ganz viel wichtiges Zeug. Auch schon diese Eingangsmusik. Ja, schön. Schon dieses Feeling von diesem Spiel wird das geil eingefangen. Ja, wisst ihr, wie das geht? Vice City. Endlich kann man sich die Träume von damals erfüllen. Endlich wieder, was war das, 80er? Endlich wieder in den 80ern leben. War das 80er? Ich glaube nicht. Ja, jedenfalls in der Zeit, wo das spielt. 1991? Ja, endlich wieder 19... Nee. Nein. 2003? 2003? Kommt hin. Und wer hat schon die Villa? Ich. Schuiu. Ich spring die Treppe runter. 2003 kommt hin. Ja, soll das spielen? Ach, das soll das spielen? Nee, wann das spielen soll, war die Frage. Ach so, oder das so, ich hab hier wahrscheinlich ist übelst, in den 70ern. Das ist übelst geiles Auto. Meine... Ich konnte das Wort da unten nie lesen. Also jedenfalls kann es übelst schnell fahren. Und ich bin außer Haus. Nee, doch nicht. Scheiß Ausfahrt, Alter. Der hat eine übelste Villa und kann sich immer eine gescheite Ausfahrt leisten. Ja, also so, Grafik ist jetzt sehr viel verändert. Ah, die Minimap hat sich verändert. Ich muss an der Stelle noch mal ein bisschen was einstellen. Oh. Hier genau, Musik ist ganz laut. Okay, da muss ich einfach den Fernseher ein bisschen lauter drehen. Warte, ist sehr viel Unterhaltung für euch jetzt Fans. So. Ich bin falsch. Och Mann, mein teures Auto. Kaputt. Ja, bei Vice City gehen die voll schnell kaputt. Hol ich mir halt ein Moped. Durch. Ja, voll realistisch. Die Physik hätte sie auch deutlich verbessert. Naja. Wo ist mein Motorrad? Ah, da. Fahren wir mal ein bisschen rum. Also das Spiel muss ich sagen, wow. 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 Wuhu! Bah. Oh, fast weg. Boah, Distanz 6. Ja, da fliegt einfach mal senkrecht weg, der Typ. Hier diese schönen, wow, diese schönen Clubs und alles, die es hier gibt in dem Spiel. Das ist alles in so einem Pink gehalten. Ja, das ist irgendwie schön. Ich finde das mit den Palmen und auch dieses Badefeeling, aber gleichzeitig halt nicht noch so ein bisschen alt fühlt sich das halt alles an. Was verbindest du mit dem Spiel? Ja, so, ne? Nee, du jetzt, nicht ich. Warte mal, wie kann ich denn hier Drive-By? Nee, auch nicht. Honig, 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 Honig. Ah. Machen wir mal ein Taxi hier vorne ein bisschen Druck. Muhaha. Oh nein, ich habe einen Polizeistern. Das ist aber auch jedes Mal passieren muss. Ah, ein bisschen auf dem Gehweg fahren bringt dann immer mehr Sterne. Genießt einfach die Musik. Unsere Stimmen sind eh nicht so toll. Einfach mal der schöne Musik laufen. Wenn ich es heftig rumlenke, drücke ich immer die Hupe. Ach ja. Ja, damals. Wo das Spiel. Ey, das Radio ist aus. Wo das Spiel noch neu war. Selbst ich habe das damals gespielt. Weiß noch als ich klein war, da war ich noch minderjährig. Doch, das war gar nicht. Bitte? Ich glaube ja, bei GTA 5. Habe ich gehört, dass es da so ein Walkman geben würde. Dass du quasi die Musik hören kannst, auch wenn du nicht im Auto bist. Endlich! Ja, endlich. Obwohl.
Naja, weil gab's bei GTA 4 gab's das nicht. GTA 4, ja, wissen Sie nicht. Wird überfahren. Warte mal, kann ich auch ein Dings machen? Nach hinten schießen? Nee. Nein. Lass mir erstmal kommen. Wir lassen ihn erstmal kommen. Jetzt war ich voll aufhauen, Pfeil. Voll provoziert. Nein! Mir geht's voll schlecht. Lass mich jetzt mal hier bitte weg, danke. Dieses Polizeiauto. Das hat schon mal super geklappt. Nein, nur noch 8 Leben. Ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Ich hab Angst! Grafikfehler. Okay, auf Wiedersehen. GTA Countdown. Wow, bald kommt GTA 5. Das passiert jedes Mal.